Und herzlich willkommen zurück zu einer weiteren Folge Mein Geist oder Mein Klon oder Mein Klon von Mein Klon. Ist es ja eigentlich wirklich, ne? Weil ich meine, ich habe das ja aus dem Repository kopiert und bei Software ist es ja, wenn man Sachen kopiert, ne, so auf Byte-Ebene und so oder auf Bit-Ebene, ist ja das Schöne an digital, dass es eine 1:1 Kopie ist. Also ein Klon. Das heißt, in dem Moment, wo ich meinen Klon gedownloadet habe, habe ich meinen Klon geklont. Und da ich das gemacht habe, ist das quasi mein Klon von meinem Klon. Digga. Das ist ja hier. Also wenn das nicht gewollt ist, dann weiß ich auch nicht. Mache ich jetzt immer als YouTube-Titel, ne? Wie komme ich doch nicht so einfach auf? Dann muss man mir hier kurz ein bisschen Erd abschlagen. Nee, damit mache ich jetzt einfach so in YouTube-Beschreibung. Let's play Mein Klon von Mein Klon. 5. So, hier geht es wieder relativ easy weiter. Okay, okay. Dum, 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 die fliegende Insel da hinten. Okay. Und das, obwohl schwimmende Insel gar nicht aktiv sind, ne? So. Das ist hier eine Gegend, Alter. Meine andere Frage, von wo kamen wir eigentlich? Wir kamen von hinten, ne? Ja, doch. Da hinten müssen wir irgendwo meinen Kackstift sehen. Da. Da unten ist er. Gut, dann würde ich mal sagen, wir machen hier oben gut sichtbar unsere nächsten Kackstift hin. Bumm. Ja. Wobei, vielleicht sollten wir auf den Kackstiften Tropfen Fackeln raufsetzen, damit wir die auch im Dunkeln sehen können. Oder finden können. Problem ist halt, wir haben nur 5 Fackeln dabei. Wir haben jetzt nicht so viele Fackeln mitgenommen. Andererseits haben wir natürlich schon wieder ganz schön viel Kohle gefunden. Wir könnten also einfach ein paar Fackeln bauen. Weil so viel Kohle brauchen wir unterwegs auf jeden Fall nicht. Das heißt, wir haben da definitiv genug Reserve. So, machen wir. Kommt ganz ehrlich, alles hier. Wir haben so viel Holz dabei. Drauf geschissen. So, jetzt komme ich da oben natürlich nicht mehr rauf. Sehr geil. Mein Inventar ist jetzt schon komplett voll. Das ist doch nicht euer Scheißernst hier. Hey, hey, hey. Und das Schöne ist, dadurch, dass die Dinger immer Richtung Haus zeigen, würde ich die dann auch später einfach stehen lassen, ne? Sodass man die, wenn immer wir aus der Richtung irgendwie kommen sollten, die dann halt auch immer sehen können. So, wir gehen dann mal hinten auf den Hügel rauf, mal gucken, was es hier so zu sehen gibt. Mal schon hoch hinaus. Let's the Spirit. Alter, was eine schöne Gegend. Ach ja, hier hinten war ja Eisgebiet. Wir waren hier, glaube ich, doch schon mal. Das Eisgebiet kommt mir zumindest jetzt gerade bekannt vor. Ja, dann ist auch komplett Eis. Egal, wir gehen mal trotzdem in die Richtung, denn das Eisgebiet muss ja irgendwann auch wieder vorbei sein. Und mit etwas Glück kommt direkt hinter dem Eisgebiet direkt eine Wüste. Was ist mit diesen Tieren los? Ich sollte mal gucken, ob es bald mal wieder eine neue Version gibt. Ja, ist halt so dumm, dass hier unten bereits die Wolkendecke ist. Das ist halt. Allerdings würde ich halt die Wolkendecke wirklich hochsetzen. Das sieht halt dämlich aus. Weißt du was? Leck mich am Arsch. Wir machen mal hier so. Weg mit dir. So, ich bin mal in meinem Mindtest-Ordner. Beziehungsweise ist ja Quatsch. Ich muss ja in meinen Record-Ordner. Und da in mein Test, wo ist mein Test? Mein Test, mein Test, mein Test. So. Jetzt würde ich mal gerne wissen, ob es hier irgendwas mit Cloud gibt. Enable Cloud Radius. Oder nee, hier. Gibt es ja auch nicht mehr. Gibt es wirklich nur diese drei Sachen? Ey, ich könnte schwören, dass man früher auch die Höhe der Wolken einstellen konnte. Naja. Gut, dann gucken wir mal. Mindtest.conf Cloud Height.
So. Vielleicht finden wir da was. Internet macht ein Ding. Oder ist das mein Testforum schon wieder down? Ich weiß ja noch von früher. Wait. Warum funktioniert Textchat nicht? Was denn da los? Wait a minute. Hier existiert doch. Hä? Warte mal kurz. Hey, wieso Knopp? What? Warum denn Knoppix? Warum ist das? Hier ist doch alles. Hä? Was ist denn hier passiert? Kann man das gar nicht ändern? Wow, ich habe natürlich kaum gut geschrieben. Ah, schon klappt. Ja, easy. Interessant. Okay, gut. Wieder ein geheimes Rätsel gelöst. Warum sind hier so viele Screenshots drin, by the way? Das interessiert keine Sau. Weg damit. Das ist immer dieser Moment, wenn man einfach auf diese Screenshot-Taste kommt. Ja, mein Testforum ist natürlich wieder down. Gut, dann war das also schon mal erledigt. Ja. Ja, was wollte ich gerade sagen? Genau, keine Ahnung. Achso, ist auch mein Testforum. Oder? Nee, ist eine andere Seite. Ist mein Internet schon wieder so broken? Mal gucken, was mein Ping sagt. Ah, das war. Ja, nee, Ping geht heute einigermaßen wieder. 20 Millisekunden ist eigentlich gar nicht so schlecht. So. Hello, I'm using the question about Clone Time. I'm using für. Oh, das ist aber schon sehr alt. 2015. Genau, siehst du, früher gab es das nämlich. Weißt du was? Wir fügen einfach diesen Eintrag mal manuell hinzu und gucken, ob dieser noch erkannt wird. So, das heißt, wir machen mal das dahin und machen einfach mal 1024. So, ist ein schöner Wert. Mögen alle Programmierer. Und dann passt das auch. Haben wir das jetzt gerade bei meiner lokalen oder bei der Version hier gemacht? Genau, wir haben es bei der Rekordversion gemacht. Okay. Gut. Ne, weil die Verzeichnisse werden zwar zwischen meiner lokalen Version und mit der für Let's Play zwar geshared, deswegen sind das ja auch Symlinks, aber die Konfiguration ist halt eine eigene, extra fürs Let's Play. So, jetzt bin ich mal gespannt, ob jetzt die Wolken schön hoch sind. Wäre nämlich sehr geil. Nee, wird tatsächlich nicht mehr erkannt. Oder wird zumindest nicht von meinem Klon erkannt. Ich meine, ich kann ja mal testhalber hier. Mein Test. Circuit Demo. Gucken, wie es hier aussieht. Nee, hier auch nicht. Bin ich denn hier? Warum bin ich als Ronix? Ah ja, weil ich ja als Let's Play drin bin, ich schon wieder. Ja, das natürlich ist sehr praktisch. Let's go. Ja, nee, die Wolken sind definitiv nicht auf einer Höhe von 1000. Kannst du mir erzählen, was du willst? Das heißt, selbst mein Testgame erkennt diese Einstellung nicht mehr. Schade. Das ist natürlich sehr traurig. Was denn hier? Genau, der Wert ist gesetzt, aber er wird von mein Testgame tatsächlich selbst von mein Testgame ignoriert. Das ist natürlich sehr schade. Na gut, das ist natürlich ein bisschen traurig. Ich meine, jetzt können wir natürlich gucken, ob hier ob das überhaupt noch erkannt wird, weil DevTest hat sich ja kaum entwickelt in letzter Zeit.
Heißt, wir könnten gucken, aber selbst hier sieht der Wert nicht aus, als wenn er erkannt wird. Die Wolken sind immer noch sehr niedrig. Ja, okay, das heißt, das hat nicht funktioniert. Tja, das ist natürlich sehr, sehr schade. Gut, dann können wir den Wert natürlich wieder rausnehmen. Hat er ja nichts gebracht. Weg damit. So, gut. Dann, bis bald mit den Wolken, so wie sie sind, leben. Das hat denn scheinbar nichts gebracht. Schade eigentlich. Sehr, sehr schade. So, let's go. Weil ich finde es halt, wie gesagt, es ist halt klar, aus normaler Sicht, wenn du halt unten auf der Oberfläche bist, ist es natürlich, was zur Hölle ist geschehen? Wait. Oh, ich bin in Mensch schon zwei drinne. Ups. Da, Mensch schon fünf. Warum sind die Spiele miteinander kompatibel? Ah, schon besser. So, wo sind wir jetzt so? Von wo genau kamen wir jetzt gerade? Wir kamen von da, ne? Ja, sieht gut aus. Ja, sieht sogar sehr gut aus. Genau, dann ist der Kackstift. Das heißt, wir kamen von da. Also müssen wir tatsächlich übers Eis. Okay. Ja, wie gesagt, scheint leider kann man die Wolken nicht verändern, die Höhe von denen. Müssen wir damit leben. Ist halt so. Ich finde sie halt ultra tief. Alter, was ist hier los, Alter? Wieso werden Tiere geschlachtet? Ich bin der Einzige, der sie schlachten darf. So, wir springen mal da ins Wasser, wobei das ist viel zu flach. Dort werden wir nicht überleben, aber das hier werden wir auch halt auch nicht überleben, ne? Mal gucken, wie es hier runter geht. So. Aber. So. Scheiße. Jetzt bin ich wieder runtergesprungen, ohne vorher die Fackel zu setzen. Ach, man lernt aber hier nie echt. Ist ja so. Ich hätte halt gerne noch ein paar Kühe, aber irgendwie. Nur Schweine und Schafe. Und komische Fische. Ist das jetzt hier neuer, irgendwie neuer Dance oder was? Schon wieder irgendwas aus der TikTok-Szene? Junge, da ist das Wasser. Was ist denn los mit dir? Kann ich dich irgendwie da hinschieben? Ja, perfekt. So, du kannst da bleiben. Du bist sowieso dumm. Siehst du? Ich habe gerade einen Fisch gerettet. Das rechtfertigt jeden anderen Mord, den ich hier begehe. So einfach funktioniert. Alter, warum ist der Sand so scheiße laut? So, ab auf den Rasen hier. Ganze Blumen platt treten. Sowieso viel angenehmer. So. Hier ist zumindest schon mal wieder grün. Da hinten ist aber natürlich immer noch Eis. Das heißt, die Wüste werden wir vielleicht höchstens in die Richtung finden. Oder halt in die Richtung werden wir wahrscheinlich noch ein Stück gehen müssen. Man weiß es nicht. Alter, voll große Pflanzen hier. Oh. Hier ist eine Schlucht, oh mein Gott.
Schnauze. Mister, komm, bring ich sie nicht um, beschweren sie sich gleich. Das ist immer das gleiche mit den Viechern. So, was haben wir denn hier? Abgesehen von Wasser, Wasser und noch mehr Wasser. Weißt du was? Wir nehmen mal ab hier das Boot. Das ist, wo genau? Da. Tschüss. Alter, wie schnell wir halt unterwegs sind, als richtig im Motorboot hier. Das waren gerade die Original-Sounds aus Eurotruck-Simulator. Lasst mich. So, da unten ist ganz schön dunkel, by the way. Da hinten ist wieder eine Insel und hier ist zum Glück kein Eis mehr. Das heißt, wir haben im Eisgebiet wirklich abgehangen. Wow, oha. Okay, da ist aber noch Schnee. Wow, kommen wir überhaupt hoch? Wobei, also da sieht es begehbar aus, tatsächlich. Das heißt, wir werden mal hier an Land gehen. Da unten, das war Eisen. Ist mir aber gerade mal egal. Ich habe nur einen gesehen. Hey, ich will. Wie kann man den mitnehmen nochmal? Hallo? Mitnehmen? Nein, nicht einsteigen. Oh mein Gott. Ich will. Ach ja, ich muss ja zerstören, ne? Ja, genau. Ich muss es ja angreifen. So war das. Ja, wir werden direkt mal. Komm, leg mich am Arsch. Wir können auch direkt hier an den Strand gehen, ne? Hä? Ach, mit der Hand kann ich das nicht zerstören. Ich kann es nur mit einer Waffe zerstören. Wie dumm ist das denn? Das macht halt überhaupt keinen Sinn. So, Holz. Perfekt. So. Dann gehen wir mal hier über den Berg und gucken mal, ob wir da hinten irgendwie dieser Sand ist so scheiße laut. Da irgendwann was da hinten finden. Was? Wie hoch? Das sieht aber schon echt schön aus, ne? Ich meine, zum Wohnen ist es hier tatsächlich zu bergisch. Aber sonst. Gar nicht mal so schlecht. Gar nicht mal so schlecht. Oh ja, wow. Schöne Gegend. Autsch. Wir sollten mal was essen. Oha. Klappe. Wo ist? Ach da. Kleiner. Tja, da hat ja deine scheiß Goldrüstung echt voll viel gebracht, mein Junge. So, die Schatten werden wieder länger. Es wird also langsam wieder dunkel. Das nicht gut, wobei eigentlich auch egal. So, Alter, hier ist mal eine schöne, große, weite Fläche. Sehr geil. Sehr, sehr geil. So. Let's go. Oh, dreimal Eisen. Aber an einem sehr unzugänglichen Ort, von daher lohnt sich der Aufwand nicht. Na gut. Wie gesagt, Eisenerwahl aktuell wirklich sehr viel. Guck mal, da hinten ist so ein Schicht Torte.
Wow, eine Kohle. Hatte irgendwie gehofft, dahinter kommt noch direkt noch mehr, aber nö. Tja, ob wir da in der Gegend vielleicht suchen sollten. Guck mal, da hinten ist auch roter Sand. Aha, okay, vielleicht sind wir doch in einem guten Gebiet gekommen. Ja, sieht doch gut aus. Oh, ja, da unten ist roter Sand. Geil. Das ist krass korrekt. Gut. Dann werden wir uns hier direkt auch mal... Oh, ja. Direkt mal sesshaft machen und, ich werde mal hier... mein Magnum-Ding platzieren. So. So. Ja. Nee, ist Terrakotta. Ist nur Terrakotta. Ich dachte, unter dem roten Sand kommt auch roter Sandstein. Ernsthaft? Hier ist alles normaler Sand. Normaler Stein. Was ist das denn für ein Müll? Also ich meine, dass hier Terrakotta ist, wusste ich ja. Aber dass unter dem Terrakotta halt, hatte ich gehofft, dass unter dem Terrakotta der roter Sandstein kommt. Aber da unten, das ist alles normales Gestein. Alles dieser graue. Ist das hässlich. Ist das hässlich. Ja, überall das Gleiche. Das ist ja Bullshit. Boah, da hinten ist Sandstein, aber dieser grau, also dieser normale Sandstein. Wer erfindet denn so einen Dreck? Jetzt mal ernsthaft. Das kann ja quasi nur von der Merkel-Regierung kommen hier. Na gut, dann war das ja schon mal ein original grandioser Reinfall. So, dann ist ein Zombie, ist mir aber egal, wir gehen trotzdem pennen. War es noch nicht dunkel genug? Oh, leg mich doch am Arsch. Die Sonne ist doch schon fast runtergefallen. Klick, 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 klick. Geh doch. Danke. Ja, das war ja sehr amüsant. Wir machen mal irgendwo, wo man es gut sieht. Also zum Beispiel, ja, auf dem Berg hier. So. Ja, da oben. Ja, ihr habt eine gute Aussicht. So, wie sieht's denn hier aus? Ja, nicht so geil, ne? Was ist das Bullshit, Alter? Ah, das ist ja jetzt echt. Aua. Das ist ja echt ein bisschen deprimierend. Um nicht zu sagen, voll Arsch, scheiße behindert. Kohle. Das Schöne ist, dass wir ab und zu auch mal ein bisschen Eisen finden. Wir haben jetzt schon wieder ein paar Eisen gefunden, hier so 4 Stück. Können wir uns sogar unterwegs eine Eisenspitzhacke nochmal bauen. Wenn die vorhandene kaputt gehen sollte. Aber hier unten sieht es interessant aus. Aber, nee, da geht es mir ehrlich gesagt ein bisschen zu tief runter. Wir bleiben also lieber doch hier. Und verschwinden aus dieser tristen Gegend. Na, komm her. Wow. Gut. Dann gehen wir mal hier Richtung Wasser und steigen wir wieder ins Boot. In unser Motorboot. Freie Bar mit Marzipan. Da ist der Fuchs. Oh, wie süß. Nicht sehr geil. Bisher aktuell. Das ist auch ein geiler Konstruktor. Konstrukt. Das ist ein geiles Konstrukt. Ja, whatever.
So, hier hinten kommen wir Richtung Steppengebiet, Gedingsgedöns. Dennis Wüste. Oh, das Schiff hier fängt aber ja schon an zu ficken. Du willst mich doch ficken. Ach mal, jetzt komm ich hier. Bam. So. Dam, dam, dam. Dam. Und dam. Okay. Da können wir in der nächsten Folge dann tatsächlich mal gucken, ob die Wüste eine gute Wüste wird. Bis dann.